Einen schönen guten Abend euch allen. Ganz besonders herzlich willkommen heute, Hans-Florian Heuer. Du bist ja regelmäßiger Gast bei uns, aber heute in einer etwas anderen Rolle. Eine ökonomische Perspektive auf das Grundeinkommen haben wir ja öfter schon geworfen. Du tust es aber aus einer ganz speziellen Sicht heraus, nicht zuletzt um das Grundeinkommen aus seiner Beschränkung, die es in der Diskussion oft hat, auf die pure Existenzsicherung zu lösen und andere Aspekte in den Vordergrund zu rücken. Bitte schön. Ja, schönen Dank für diese Möglichkeit. Und damit ich nicht in die Versuchung gerate, hier PowerPoint-Karaoke zu machen, habe ich mir erlaubt, mir einen Sprechtext zu machen und werde dann ein einziges Bild zeigen und ansonsten die PowerPoint, die PDF davon in YouTube hochladen oder irgendwie bereitstellen, sodass man sie sich holen kann. Ich möchte also heute über das Grundauskommen als ökonomische Konsequenz der Arbeitsteilung sprechen. Dabei soll der Aspekt einbezogen werden, dass die gesellschaftliche Solidarität mit einem Mitglied in einer Notlage andere Maßnahmen erfordert als die Pflege und Förderung der Rahmenbedingungen für die gesellschaftliche Wohlfahrt im Ganzen. Letztere ist eine durchgehende Aufgabe. Die Wohlfahrt des Einzelnen kann enden, wenn die Notlage überwunden ist. Zur Erzielung jeweils bester Wirkung sollten die Arbeitsfelder nicht verwischt werden. Die Gesellschaft als Ordnung der Freiheit braucht andere Maßnahmen als das in Not geratene Individuum. Beide finden allerdings in einer arbeitsteilig organisierten Umgebung statt. Obwohl es die Arbeitsteilung schon seit langem gibt, haben die Gesellschaften erst am Ende des letzten Jahrhunderts begonnen, sich dieses Gesetzes bewusst zu werden, das sie bis dahin fast unbemerkt erlitten hatten. Mit diesem Zitat beginnt Emil Durkheim 1893 seine Dissertation über die Arbeitsteilung. Wie immer haben schon die alten Griechen es gemerkt und darüber nachgedacht. Ebenso Ibn Khaldun 1377 in den Vorbemerkungen zu seiner Universalgeschichte. Und nicht zuletzt begann auch Adam Smith sein Standardwerk mit der Vermutung, die Arbeitsteilung sei der Grund unseres Wohlstands. Als Anthroposoph ist mir natürlich auch bewusst, was Rudolf Steiner zu dem Thema gesagt hat. Seine Formulierung des sozialen Hauptgesetzes 1906 ist eine blanke Beschreibung der Arbeitsteilung. Nur macht er sie nicht zur Ursache des Wohlstands, sondern des Heils. Heil im Sinne von gesund und ganz, dass sie als ganze volkswirtschaftliche Kategorie den Altruismus im modernen wirtschaftlichen Leben fordert und den Egoismus wirtschaftlich unmöglich macht. Zitat Anfang: Indem die moderne Arbeitsteilung heraufgekommen ist, ist die Volkswirtschaft in Bezug auf das Wirtschaftsleben darauf angewiesen, den Egoismus mit Stumpf und Stiel auszurotten. Bitte verstehen Sie das nicht ethisch, sondern rein wirtschaftlich. Wirtschaftlich ist der Egoismus unmöglich. Zitat Ende. So Rudolf Steiner. Er hatte 1888 in Wien Viktor Adler kennengelernt, den damals unbestrittenen Führer der Sozialisten in Österreich. Von ihm und anderen Persönlichkeiten, die wissenschaftlich oder parteigemäß den Sozialismus zur Geltung bringen wollten, wurde er veranlasst, sich mit Karl Marx, Friedrich Engels, Rodbertus und anderen sozialökonomischen Schriftstellern zu befassen. Mit seiner These, die Arbeitsteilung mache den Egoismus wirtschaftlich unmöglich,
positioniert sich Steiner diametral gegen das nach Smith zur Herrschaft gelangte Modell des Homo economicus. Dies wurde zum Beispiel schon von Friedrich von Hermann 1832 kritisiert. Zitat Anfang. Richtig bezeichnet man den Eigennutz als Prinzip aller Einzelwirtschaften. Zu weit geht aber die Behauptung, er führe in wirtschaftlichen Dingen nicht bloß den Einzelnen am besten, sondern der Vorteil des Einzelnen sei auch immer der Nutzen des Ganzen, also durch die unsichtbare Hand. Denn unter sehr vielen Umständen findet man den Erwerbstrieb der Einzelnen auch für seine einzelnen Zwecke unzulänglich und noch öfter steht er mit dem Vorteil des Ganzen im Gegensatz. Zitat Ende. Ziemlich klare Sicht auf die Sache. Von Hermann meint, das Prinzip des Gemeinsinns müsse den Eigennutz ergänzen, etwa zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks. Johann Karl Rodbertus aus Jagetzow, den Steiner den Antipoden von Marx nannte, hatte 1842 bezüglich der Arbeitsteilung ein paar wesentliche Pflöcke eingeschlagen. Erstens, man müsse betriebliche und gesellschaftliche Arbeitsteilung auseinanderhalten. Adam Smith hat sich zu schnell auf die betriebliche konzentriert. Zweitens, letztendlich ginge es, wie der Italiener Gioia postulierte, um die globale Arbeitsteilung, auch sehr zukunftsträchtig für 1842. Drittens, Teilung der Arbeit heißt Kooperation zu gemeinsamen Werke. Viertens, Teilung der Arbeit heißt auch Teilung des Ertrags der geteilten Arbeit. Fünftens, das komplette Wirtschaftsleben ist Arbeitsteilung. Sechstens, Geld ist das Liquidationsmittel der Arbeitsteilung, mit dem die Produkte von den Produktionsstätten zu den Orten des Konsums gebracht werden. Rodbertus hatte eine Währung im Kopf, die nicht an ein Metall gebunden war. Gustav Schmoller, der zwei Untersuchungen über die Arbeitsteilung veröffentlicht hat, setzt dann noch eins obendrauf. Siebtens, Zitat Anfang, hauptsächlich aber muss, wenn irgendwo volle Arbeitsteilung stattfinden soll, durch gesellschaftliche Einrichtungen für den Unterhalt, für die Ernährung, Bekleidung und Behausung derer gesorgt werden, welche ihre ganze Arbeitskraft anderen widmen. Zitat Ende. Daraus ziehe ich folgende Konsequenzen. Das Auskommen aller Menschen mit dem, was alle regional immer wieder brauchen, muss gesichert sein, damit sie im Sinne Schmollers frei und selbstbestimmt tätig werden können. Sei es privat im Haushalt, gesellschaftlich im Ehrenamt oder betrieblich in der Produktion von Gütern bzw. der Bereitstellung von Diensten für andere. Da es bei dem Auskommen um das individuelle Recht der Teilhabe geht, kann die Tauschform des Geldes im Umlauf oder den Büchern der Banken nicht dazu eingesetzt werden. Ein wiederkehrend gewährtes Recht muss nach der Inanspruchnahme verfallen. Es kann nicht im Umlauf bleiben. Zu dem Soll-Haben-Zahlungsmittel muss also ein zweites hinzukommen. Die Dividende zur einmaligen Verwendung für einen Warenkorb, der alles enthält, was alle immer wieder brauchen. Die gesellschaftliche Dividende wird regelmäßig ausgeschüttet, verfällt nach Gebrauch oder Nichtgebrauch nach einer festzulegenden Zeit, etwa 3 Monaten. Sie hat dieselbe Kaufkraft wie das gesetzliche Zahlungsmittel und kann nur vom Handel in dieses umgewechselt werden. Die Dividende ist zwischen Personen übertragbar. Das gesetzliche Zahlungsmittel zum Umtausch beim Handel
wird von Unternehmern, Handwerkern und freien Berufen als Abgabe erhoben. Die gesellschaftliche Einrichtung, die Scholler gefordert hatte, wäre dann eine Institution, die die Ausschüttung der Dividende, den Einzug der Abgabe, den Umtausch für den Handel und die Vernichtung organisiert, unter transparenter Überwachung. Das Geld ist im Verlauf seiner Entwicklung durch Händler, Kaufleute, Herrscher und Bankiers die allgemeinste Anweisung auf Waren und Dienste geworden. Daher liegt es nahe, für den bunten Strauß der zu stillenden Bedürfnisse, die über die Lebensmittel hinausgehen, das bestehende Zahlungsmittel zu verwenden. Leider ist dies von Hand zu Hand umlaufende Bargeld oder die von Buch zu Buch umgeschriebene Verbindlichkeit selbst reformbedürftig. Unstreitig krisenanfällig und leistet derzeit vorwiegend eine Umverteilung von unten nach oben. Also, mit einer dualen Sicht auf die Wirtschaft und dem dualen Geld könnte die Resilienz in der solidarischen Versorgung mit Lebensmitteln gesteigert werden. Das wäre auch ein Doppelnutzen für die BürgerInnen und das Geldwesen. Der Blick auf die Zubereitung der Güter und Bereitstellung der Dienste hat als Anfang die Energie der Sonne und die Natur der Erde. Das, was ohne unser Zutun da war und immer wieder da ist. Jetzt teile ich mal meinen Bildschirm. So, das ist ein Gesamtbild. Und man sieht, also hier ist die Sonne, die bringt die Energie, die Erde hat die Pflanzendecke und das Leben und die bringt uns die Grundstoffe, die wir dann entnehmen im Bergwerk, Öl oder aus Ernte, wobei natürlich die Bienen kräftig mithelfen. Hierbei müssen wir natürlich die planetarischen Belastungsgrenzen beachten. Und dann setzt der Mensch hier ein und macht die Wertschöpfung für das, was alle immer wieder brauchen. A, für andere Sachen und C, für mehr die Bequemlichkeit, wo es also nicht mehr um den Bedarf, sondern mehr um das Begehr geht. Das ist hier beim Verbrauch. Hier ist natürlich die Frage des Einkommens, weil der Mensch eben das zubereitet. Dann geht es über in den Großhandel, Zwischenhandel. Und wird dann an den Points of Sales in die Haushalte verteilt. Also das ist der Teil der Distribution. Und hier haben wir dann die Konsumption. Das, was ich immer eben nenne, was für das Grundauskommen da sein muss. Und dann haben wir auch einen Teil, der zu viel ist, den wir wegschmeißen, was also nicht so richtig günstig ist. Auch bei den anderen Sachen, die wir brauchen, haben wir noch viel Verschleiß. Und bei dem, was einfach nur Begehren ist, da kann das Degrowth voll einsetzen. Also hier soll angedeutet werden, dass wir hier ein großes Degrowth-Potenzial haben, aber auch hier und hier. Und wenn die Bevölkerung steigt, ist natürlich ein Wachstum angesagt. Das Ganze hat ja den Sinn, dass wir was hier durch diese Nachhaltigkeitsteilchen angedeutet ist, dass wir für die Menschen einen eben das Auskommen sichern, wozu jetzt nicht nur die Lebensmittel gehören, sondern auch die anderen Teile, also wie schon gesagt worden ist, eben Kleidung, Behausung. Da müsste man bloß gucken, ob man das genauso organisieren könnte mit einer zweiten Währung. Das habe ich jetzt nicht weiter untersucht. Ich habe mich also auf die Lebensmittel kapriziert. Also der Anfang ist hier Mutter Erde. Und wir entnehmen da, was wir brauchen. Und die Mutter Erde präsentiert keine Rechnung, aber sie präsentiert uns die Konsequenzen in den Belastungsgrenzen. Interessanterweise ist
das Ziel von dem Ganzen, ja, das Individuum. Nun, da ist ein Einzelner, die Stillung des Bedürfnisses eines Einzelnen. Wir können nicht für andere essen. Was wir gegessen haben, kann niemand sonst noch essen. Und wir können uns auch nicht ein für alle Male satt essen. Das ist eine merkwürdige Fesselung an das Irdische. Die Produkte werden hier bis zu den Haushalten gebracht und gegenläufig gibt es das Spiegelbild des Geldes. Und wir haben uns mittlerweile angewöhnt, nur auf das Geld zu gucken und gar nicht mehr zu gucken, was es spiegelt. Und wir glauben, wir wären Selbstversorger in Geld, obwohl wir eigentlich Fremdversorger sind. Degrowth und Postwachstum sind nicht nur Forderungen an individuellen Konsum. Die Arbeitsteilung entlang der Wertschöpfungskette, zum Beispiel, beziehungsweise der Wertschöpfungsnetze, erfordert eine assoziative Kooperation der Beteiligten. Fair Trade hatte vor mehreren Jahrzehnten damit begonnen. Heute geht es nicht mehr allein um den Kaffee aus Nicaragua. Auch der heimische Landwirt braucht Fair Trade. Die Preise sagen nicht die volle Wahrheit. Sie spiegeln verzerrt. Man könnte von einem Spiegelkabinett sprechen, aus dem man so schnell nicht mehr herauskommt. Mit der Arbeitsteilung ist zugleich die Unmöglichkeit der Eigenversorgung über ein Stück Land gekommen, mit der Arbeitsteilung und der Verstädterung. Ich habe noch ein Foto von meinen Großeltern, die auf einem Acker Kartoffeln pflanzen. Eine Ziege und Hühner hatten sie auch. Die Ergänzung des Geldeinkommens ist in den urbanen Regionen nicht mehr gegeben. Was bleibt, ist der Dienst, die Arbeit, um Geld zu bekommen. Noam Chomsky nennt das Wage Slavery, ein Begriff, der schon im 19. Jahrhundert aufkam. Und der verstorbene David Graeber hat dem noch den Bullshit-Job hinzugesellt. Und das Killer-Argument der zu erhaltenden Arbeitsplätze müsste eigentlich heißen Geldversorgungsplätze. Die Auswirkungen eines Grundeinkommens auf die gewachsenen Maßnahmen des Sozialstaates werden hier in Freiburg am Fribis analysiert. Die Frage der Entflechtung bestehender Leistungen und ihre Integration ist nicht einfach. Die laufende Versorgung mit Lebensmitteln könnte mit der vorgestellten Version der Dividende entkoppelt werden. Für Kleidung, Wohnung, Energie, Verkehr, Kommunikation und weitere Felder der gesellschaftlichen Teilhabe muss möglicherweise nach einer anderen spezifischen Lösung gesucht werden. So viel mal mein Input. Ich danke für die Aufmerksamkeit.